im Anzug sein, so wie er heute gewonnen hat, das ist wirklich ganz beeindruckend. Alexis Viermo, sein Teamkollege, gewann an der Tour de Bretagne bei der Tour in diesem Jahr. Und Romain Bardet, ebenfalls Etappensieger. Und er holt sich in Avila den ersten Sieg für seine Mannschaft bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Und damit sein dritter Saisonsieg. Zwei kleinere Rennen und dann dieser großartige, herausgefahrene Sieg bei der Spanien-Rundfahrt. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Das wird vor allem noch eine ganze Weile dauern, bis das Feld, die Verfolgergruppe mit den Favoriten reingekommen ist. Lampre Merida präsentiert sich durch Nelson Oliveira. Ein Etappensieg hat er bereits bei dieser Spanien-Rundfahrt. Und jetzt gibt es für ihn einen hervorragenden zweiten Platz. Übrigens, letzten Freitag hat er die Etappe bei der Vuelta gewonnen. Heute wird er Zweiter. Und damit kein viel schlechteres Ergebnis. Er hat auch Dampf, der ist durch die Gruppe durchgefahren. Die haben nicht mal reagieren können. Und hier gewinnt Maximo vor den dritten Rang. Aber der Etappensieg, der ist weg. Und die Bonifikationen ebenfalls. Das dürfte Tom Dumoulin interessieren. Wir haben aber gesehen, dass diese letzten Kilometer extrem anspruchsvoll sind. Da könnte noch etwas gehen. Er hat vor allem nur noch einen Teamkollegen an seiner Seite.